Ja, gucke mal, wer hat 90... Ups. Wer hat 90%? Ja, wer hat 90%? Ja, ich weiß, okay. Cool, wie man die falschen Tasten drücken kann, ne? Egal, Rainer. Kennen wir schon. Und das ist einfach immer wieder geil. Stehen geblieben sind wir bei der Dark Zone beim letzten Level. Ich habe den Zettel weggepackt, wo ich mir aufgeschrieben habe, wo ich die Bandages. Komm jetzt. Die Bandages. Ich habe nämlich schon vorher nach den Bandages gesucht. Bandages gesucht. Und ich bin. Ah, das Level schon wieder. Okay. Nein. Oh, die Rakete ist ja immer noch da. Warum? Warum? Nein. Oh. Was zur Hölle? Ah, da müssen wir auch noch runter. Was ich gerade sagen wollte, ich habe schon mal im Vorhinaus geguckt. Dankeschön. Welche Bände, also wo die restlichen Bandages sind, weil ich einfach mal nicht davon ausgegangen bin, dass hier eine Bandage drin ist. Und ich habe dann tatsächlich alle gefunden. Hier waren wirklich keine drin. Ah, das geht auch so. Das ist schön. Nein! Oh. Katze. Knicken. Okay. Puh, mit Great A. Okay, das war's auch von dem Level. Ja, wo waren die Bandages? Okay, gehen wir erstmal wieder in die normale Welt rein. Ich kann die gerade nicht lesen, es ist ziemlich dunkel. 11. Ah, Level. Ah, passt ja. Level 11. Hier soll noch einer drin gewesen sein. Was war das denn? Ich glaube. Ah ja, ich glaube, man musste hier schön sich so ein bisschen durchcheaten. Da ist ja auch schon. So, danke schön. Das Lustige wird jetzt auch noch sein, da. Ah, okay, ich habe gedacht, das kommt nochmal zurück. Obviously not. Warum? Zurück zur Karte. Ja, danke schön. Das nächste ist nämlich erst in Level 18. Hier hinten. Einer mit dir. Da oben. Keine Ahnung, wie ich das übersehen konnte oder ob ich es einfach nur vergessen habe. Out, 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 out. Wie man da rankommt, ist ja total obvious. Man muss einfach nur. So. Und fertig. Warum bleibe ich denn die ganze Zeit im Level drin? Ach, das schöne Level. Ja, da. Nö. Das nächste ist in Sauklaue. Ich glaube 6 und dann 14. Gucken wir mal. Ja, an 6 kann ich mich auf jeden Fall. An 6 kann ich mich erinnern, weil es genau zwischen den beiden ist. Nur wo war die Bandage nochmal hier? Nicht abspringen, ich muss einfach nur links, rechts und ja. Dasselbe kennt man ja auch von der Light World. Da hat man das ja auch, nur dass man da, glaube ich, nur einmal nach oben muss und dann wieder nach unten. Hier muss man ja nach oben, dann nach unten, dann nach oben. Und diese Stelle bereitet mir noch so ein bisschen Kopfschmerzen. Nein. Okay, ah ja, da muss ich ja abspringen, stimmt. So. Nein. Kurz berühren und dann wieder zurück nach rechts. Das. Kurz berühren und dann wieder zurück nach rechts. Das ist wohl am besten hier. So, nach rechts. Und abspringen. Dankeschön. Da bin ich gerade aus Versehen abgesprungen. Hoppala. So, und. So, und jetzt wieder nach unten. Wenn er nicht so blöd an der Ecke hängen bleibt. So, dele. Nein. Ah, Mann. Was stelle ich mich denn gerade so beim Runterfallen an? Das ist doch das Einfachste hier. Nach rechts. Na, so, genau, danke. So, und jetzt ein bisschen hin und her steuern, dann jetzt am besten nicht sterben. Dankeschön, dass du abspringst. Rechts, springen. Na, komm schon. Also, mit dem Analogstick läuft es ja, also mit Analogstick, Gamepad an sich. Ich zocke ja noch gar nicht mit meinem Analogstick. Läuft's ja besser, nur der Analogstick macht das ein bisschen schwieriger, Kanten runterzulaufen.
Das liegt mit der Tastatur durchaus besser. Rechts. Danke. Ja, genau deswegen. Ja, komm schon. In der Luft steuern ist besser, ja, das stimmt schon. Aber so Kanten runterfallen, finde ich damit doch schwieriger. Keine Ahnung warum. Rechts. Mann. Rechts, dankeschön. So. Oh, was war das denn? Super, danke. Ja, ganz toll. Mich echt begeistert. Na, komm. Warum zur Hölle springe ich da ab? Warum bleibe ich nicht einfach auf Band der Tatsachen und drücke einfach nach rechts? Wie jetzt? Nicht. Okay. Komm, komm nach rechts. Komm, komm einfach nach rechts. Da wollte ich dich hin haben. Genau. Fein machst du das, kein Meat Boy. Nein. Okay, da habe ich mich schon dreimal tot gesehen. Wenn ich nach unten gefallen bin. Rechts. Spring. Rechts. Springen! Keiner kann sagen, dass ich ihm das nicht befohlen habe. Was der Seferator sagt, ist Gesetz. Warum zur Hölle springe ich da jedes Mal ab? So. So. Rechts. Springen. Danke. So, okay. So, und jetzt rechts. Danke. Warum tue ich mich bloß so schwer bei dem Level? Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Nur diese eine Ecke da, diese eine dumme Ecke, versaut's mir. Jedes Mal. Oder ich musste einfach niedriger abspringen. Aber ich habe da die Befürchtung, dass ich dann das kleine Band hier oben nicht treffe. Und wenn ich das nicht treffe, bin ich genauso tot, wie wenn ich... Ach, da oben ist die Bandage. Aha, das ist wieder so eine scheiß Bandit. Vorher stelle ich mich einfach gerade nur dumm an. Komm. Da wollte ich zu viel auf einmal. Ja, danke schön. Rechts springen. Wow, da habe ich mich auch wieder tot gesehen. Ach, komm schon. Ich wollte nämlich in einem Sprung runter, damit ihr wisst, was ich mit zu viel meine. Ui, okay, da habe ich mich schon wieder tot gesehen, aber es will wohl nicht so ganz mit dem Sterben. Wow, 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 gefährlich, gefährlich. Was zur Hölle, was? Das Runterfallen an sich, warum? Das Runterfallen an sich ist ja kein Problem, aber... Warum? Warum stelle ich mich da gerade so an? Aber warum? Ja, echt. Warum stelle ich mich so an beim Runterfallen? Gerade eben meinte ich zwar nur die eine Stelle da, weil ich da die ganze Zeit abspringe, aber... Puh, ist mir auch wurscht. Nein. Komm schon. Und ups. Ja, so muss es aussehen beim Runterfallen. Ohne Probleme. Locker fluffig darunter. Danke. Bandage. So, das nächste war dann, glaube ich, die 14. Warum gespeichert? Warum? Ach, egal. So, schön. Die 14, mal gucken, ob es das ist. Die 16 ist auf jeden Fall nicht, was mir hier. Hier. Wo zur Hölle soll hier eine Bandage sein? Oder war es zufällig? Ja, da rechts. Okay. Einmal probiere ich es mal mit Super Meat Boy. Danach nehme ich den Fliegertyp hier wieder. Ach, by the way. Ach. Ich habe wegen der einen Bandage da, wo wir einen anderen Charakter genommen haben. Fliegertypen, wie auch immer der jetzt hieß. Der zweiten Welt war das mit diesem einen passender zweiten. Ne, es war auch schon hier in der Light World, glaube ich.
mit dem Level, wo man da so nach unten fallen musste, um die zu kriegen. Da musste man einen Charakter, einen anderen Charakter benutzen. Das heißt, mit Super Meat Boy konnte man die anscheinend gar nicht kriegen. Also habe ich alles richtig gemacht. Und ich glaube, das ist auch so eine. Denn an senkrecht bewegenden Plattformen kann man mit Meat Boy kaum bis gar nicht abspringen. Habe ich so das Gefühl. Ups. Nein! Oh, das war zu knapp. Da wusste ich nicht, wie ich steuern soll. Man hat ja gesehen, ich habe die eingesammelt und ich bin da auch an der Plattform kurz dran gewesen. Deswegen ich das jetzt so nochmal mit Meat Boy probiere, da ich ja so viele Bandages wie möglich mit Super Meat Boy einsammeln will. Da das Spiel ja über Super Meat Boy handelt. Soll er mal als Protagonist in Kraft treten. Was er ja sowieso schon tut. Ich finde Bandage, also von Bandage Girl die Ohren immer wieder lol. Müsste mal drauf achten, wie sie da die ganze Zeit rumhampelt. Bei mir gibt es ja immer nur das gleiche Gefehle, also könnt ihr auch mal ruhig auf sowas achten. Ja, ich sag ja Gefehle. Komm. Aber wir nehmen doch mal einen anderen Charakter. Nein. Charakter wechseln. So Schraubi-Typi. Ja, ich mag ihn so ein bisschen nicht. Der ist so ein bisschen, naja, I don't like mäßig. Für mich. Der ist außerdem extrem lahm. I hate you. Damn. Bum. Bum. Nein. Dumm. Bum. 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 Genau. Nein. Wow. Okay. Oh, verdammt. Dankeschön. Ich habe so das Gefühl, an dieser Bandage werden wir ewig lange hängen. Nein! Ui! Okay. Hat er noch gerade so hingehauen? Der fällt auch viel schneller als mit Feuer Schraube. Man kann nicht so hoch mit dem Schraube. Ja, toll war das. Oder kann man genauso hoch springen? Auf jeden Fall fällt er schneller, habe ich das Gefühl. Und der ist einfach langsamer, was mir nicht gefällt. Nee. Ich nenne ihn einfach Schraubentyp. Ich habe versäumt, gerade nachzugucken, wie er nochmal hieß. Nein. Ach, seid ihr eigentlich schon so in Weihnachtsstimmung wie ich? Also am 26., den ich ja gerade habe. Übrigens verabschiede ich mich von diesem Part. Ich sehe gerade, wir sind am 15 Minuten angekommen. Ja, bis zum nächsten Part. Gedöns. Oder? Kriege ich die noch? Nö. Cool, dankeschön. Bis zum nächsten Part. Ja, und damit habe ich mal am Anfang nichts gesagt. Und herzlich willkommen zurück. Verdammt, weil ich mich zu sehr konzentriert habe. Keine Ahnung, wow. Und weiter geht's hier mit, es müsste eigentlich Level 14 da, das war doof, in der Dark Zone sein. Müsste. Mit, wir werden jetzt ewig lange brauchen, um dieses scheiß Bandage zu kriegen, da die mich einfach nur ärgern will. Und, ups. Hopp. Ui. Ich. Das ist einfach nur scheiße da an der Stelle mit dem Typen. Ich weiß nicht, mit dem Typen komme ich nicht so ganz klar. Habe ich aber auch schon im letzten Part erwähnt. Nein, verdammt. Nein, das war einfach zu früh eingesetzt. Man kann es auch leider nicht abbrechen oder das bisschen, was man sozusagen nicht benutzt hat, dann für später aufheben, um es dann nochmal zu machen. Heißt immer so mal kurz so machen geht nicht. Ja, das wollte ich gerade ausprobieren und sagen, das ist total gefehlt, obwohl ich schon weiß, dass es nicht geht. Probier es trotzdem nochmal aus. Das ergibt ja auch Sinn.
Ah, und durch A gedrückt halten, setzt er die Attacke nicht einmal mit, also Attacke ist. La la la, Skype, dankeschön. Ich habe mich auf beschäftigt gestellt. Verdammt. Wenn ich gleich wieder angeschrieben werde, dann mache ich das mal schnell. Das war zweimal extrem knapp. Erst einmal beim Block und... Nein, verdammt. Und danach an der Kettensäge. Ups. Ich mag die Bandage nicht. Ich mag dieses Level nicht. Ich mag den Typen nicht. Guckt euch das an. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wirklich mit... I hate it. Ich werde das, glaube ich, rausschneiden. Mann, bis gleich.